Guten Abend und herzlich willkommen. Herzlich willkommen an alle, die hier vor Ort dabei sind in Berlin und herzlich willkommen an alle, die zumindest virtuell mit dabei sein können, unseren Stream verfolgen. Auch an Sie natürlich ein ganz, ganz herzliches Willkommen und hallo. Schön, dass alle die Zeit für dieses Miteinander heute Abend finden zur Diskussionsrunde des VCI. In Zeiten, die uns alle sehr bewegen, die uns sehr auffühlen und die vieles in Frage stellen. Ich glaube, es gab wenig Zeiten bislang im aktuellen Miteinander, in denen es so wichtig war, miteinander zusammenzukommen und in den Austausch zu treten. Und so lautet das Motto dieses Abends auch heute: Zeitenwende und was nun? Wir haben viele Fragen, auch unbequeme Fragen, die wir heute Abend miteinander diskutieren wollen. Aber bevor wir das tun, möchte ich ganz herzlich begrüßen und auf die Bühne bitten den Präsidenten des VCI, Christian Kullmann. Guten Abend. Lieber Herr Minister Wissing, lieber Herr Vassiliadis, lieber Michael, liebe Frau Herold, liebe Präsidiumskollegen, liebe Gäste, herzlich willkommen und einen schönen Abend hier bei uns, bei dem Verband der chemischen Industrie. Es ist toll, dass Sie da sind und ich möchte Sie hier zu dieser intimen Runde herzlich willkommen heißen. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, sich auszutauschen. Das werden wir im Laufe des Abends auch tun. 2 Jahre lang haben wir uns hier in Berlin nicht treffen können. 2 Jahre lang hatte uns Corona fest im Griff. Nun haben wir viel Hoffnung, berechtigte Hoffnung, dass wir diese Pandemie bewältigen werden. Noch bestimmt die eine oder andere Schutzmaßnahme unser Leben. Das ist auch gut so. Denn Vorsicht schützt auf dem Weg zu alten Freiheiten. Und dennoch, meine Damen und Herren, ist es heute kein Grund zum Feiern oder zum Jubeln. Seit fast 6 Wochen wütet ein Krieg. Mitten in Europa und auch hier steht unsere Freiheit auf dem Spiel. Uns alle erschüttern diese schrecklichen Bilder. Wir haben es in der Vergangenheit in Europa schlicht ausgeschlossen, dass ein enthemmter Aggressor einen Angriffskrieg würde vom Zaun brechen können. Wirtschaft und Politik haben hier in der Vergangenheit große Fehler gemacht. Da gibt es, meine Damen und Herren, nichts zu beschönigen. Und genauso richtig ist eben und aber auch: Die Menschen in Russland, das sind nicht unsere Gegner. Unser Feind ist das Putin-Regime. Feind, das ist ein scharfes Wort. Unsere Sprache kennt keine schärfere Formulierung. Und hier passt es. Ganz besonders sind wir in diesen Zeiten, in diesen Stunden, bei den vielen unschuldigen Opfern des Krieges. Die anschaulichen, grausamen Gräueltaten von Buschta haben mich persönlich wirklich sehr schockiert. Liebe Gäste, die chemisch-pharmazeutische Industrie leistet mit ihren knapp 600.000 Beschäftigten in über 1.900 Unternehmen in vielfältiger Form aktive Hilfe. Ob Produktionslieferungen, ob Produktlieferungen, ob Freistellungen für Hilfsleistungen, ob Sach- oder ob Geldspenden. Überwältigend ist das Engagement, wie überall im Land, um schnell und pragmatisch und um konkret zu helfen. Die Botschaft ist, übrigens wie bei Corona, klar und einfach: den Chemie und Pharma helfen. Und es zeigt sich ganz deutlich, die Tat zählt. Und in der Tat ist das unser Verständnis, ist das das Verständnis unserer Branche, nämlich zu handeln, nicht zu reden. Nicht lamentieren, sondern anpacken und auch nicht klagen, sondern helfen. Heute Abend sage ich deshalb Ihnen allen und allen Mitarbeiterinnen der chemischen und pharmazeutischen Industrie
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Branche ein herzliches Dankeschön für dieses Engagement. Meine Damen und Herren, keine zwei Flugstunden von hier entfernt tobt ein Krieg in Europa. In Europa ein Krieg, das erinnert an die dunkelsten Stunden, die wir hier nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Denken Sie an die Auseinandersetzungen im einstigen Jugoslawien. Auch jetzt sind wir wieder in einer sehr dunklen Stunde, allerdings mit einer militärischen Großmacht. Russland ist der Aggressor und Russland verfügt auch über ein großes Arsenal an Nuklearwaffen. Heute wissen wir, dass die Weimarer Republik, die erste deutsche Republik, auch daran gescheitert ist, dass hier starke Teile der deutschen Industrie in ihren Krisen die Unterstützung versagt haben. Wir von der chemischen Industrie sagen deshalb heute ganz deutlich: Wir sind eine starke, wir sind eine zukunftskräftige Industrie. Wir sind ein Aushängeschild für die Qualität dieses Landes und das überall auf der Welt. Und wir stehen, und das ist ganz wichtig, und wir stehen an der Seite dieser Bundesregierung und wir folgen dem Primat der Politik in diesen schwierigen Zeiten. Dankbar, meine Damen und Herren, sind wir für den konstruktiven, offenen und vertrauensvollen Austausch mit dem Kabinett Scholz. Das haben wir heute auch in unseren Spitzengremien nicht nur erörtert, sondern auch entsprechend bestätigt. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, zugleich sind die Sorgenfalten in unserer Branche mittlerweile ackerfurchentief. Schon vor Kriegsbeginn war die Lage angespannt, nicht nur durch die im internationalen Vergleich bereits damals sehr hohen Energiekosten. Das ist übrigens eine Weltmarktführungsrolle, die wir gar nicht wollen. Vielmehr haben sich die Probleme in unseren Lieferketten durch den Krieg und die Sanktionen erneut drastisch verschärft. 80% der Unternehmen der Chemie klagen über eine starke Beeinträchtigung ihres Geschäftes durch fehlende Vorprodukte und durch rasant steigende Preise. Und machen wir uns nichts vor. Viele Unternehmen in unserer Branche stehen mit dem Rücken zur Wand. Ihr finanzieller Spielraum schwindet und das Rückenmark der chemischen Industrie, das sind die weit über 1.000 mittelständischen Firmen, mittelständischen Unternehmen, familiengeführt, viele von ihnen in unserer Branche. Sie sehen, der Ukraine-Krieg hat bereits heute gravierende Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der Chemie- und Pharmafirmen in unserem Land. Das weitere Ausmaß, das wird stark vom weiteren Verlauf des Krieges abhängen und von den Sanktionen wie den Gegensanktionen, genauso wie von den wirtschaftspolitischen Stabilisierungsmaßnahmen, über die in Berlin und in Brüssel nachgedacht wird. Die wichtigste Rolle, meine Damen und Herren, die wichtigste Rolle wird aber die Versorgungssicherheit mit Gas spielen. Käme es zu einem Gasembargo, wären die Auswirkungen verheerend. Nicht nur für die Chemie, sondern für sämtliche Industriebranchen in Deutschland. Wenn die Chemie ihre Anlagen und Werke flächendeckend würde abschalten müssen, dann gibt es beispielsweise für die Autoindustrie keine Lacke mehr. Dann gibt es beispielsweise für die Bauindustrie keine Dämmstoffe mehr. Dann gibt es beispielsweise für die Supermärkte, für die Lebensmittel keine Verpackungen mehr. Und dann gibt es auch keine Verpackungen mehr für Medikamente. Und das alles hängt miteinander zusammen.
Es ist ein in sich wirkender Kreislauf. Und dieser Kreislauf würde dadurch demoliert. Denn bitte, wir sprechen von Sekundär- und von Tertiäreffekten, die viele gerade in der Wissenschaft noch gar nicht berücksichtigt haben. Aber wir sprechen vor allen Dingen von vielen Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Industrie und das über alle Wertschöpfungsketten hinweg, die im schlimmsten Fall und sehr kurzfristig auf Kurzarbeit null gesetzt werden müssten. In der vergangenen Woche haben die großen Industriegewerkschaften, die IG BCE, die IG Metall und die IG Bau, vor einem Energieembargo gewarnt. Ein Stillstand ganzer Wirtschaftszweige wäre die Folge. Lieber Herr Vassilianis, lieber Michael, ja, das ist eine ganz richtige Analyse, die teilen wir völlig. Und Wirtschaftsminister Habeck warnt in diesem Zusammenhang vor sozialen und gesellschaftlichen, ich zitiere, Verwerfungen, die damit einhergehen würden. Verwerfungen und Verwüstungen in unserem Land drohen, wenn die Industrie zum Stillstand kommt, wenn die chemische Industrie von der Gasversorgung abgeschnitten werden würde. Und wenn selbst schon diese drei großen Gewerkschaften gemeinsam mit Wirtschaftsminister Habeck davor warnen, ja, meine Damen und Herren, was soll ich da noch sagen, außer so ist es, und das wäre in der Tat eine sozialpolitische Katastrophe für unser Land. Und es kommt noch etwas hinzu. Ich erwarte nicht, dass jeder Journalist, ich erwarte nicht, dass jeder Politiker Chemieingenieur ist. Aber klar sein sollte allen, Chemieanlagen sind keine Mikrowellenherde, die ich auf Knopfdruck morgens an und mittags wieder ausmache. Es wäre das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass wir ganze Chemieparks abfahren, also abschalten müssten. Und kein Experte traut sich heute vorherzusagen, ob es uns gelingen wird, diese Anlagen so ohne weiteres wieder anzufahren, aber vor allen Dingen wann und womit denn dann? So oder so. Die volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schäden wären immens. Und währenddessen produzieren unsere durchaus starken Wettbewerber in USA und Asien weiter, nahezu unbeeinflusst von Krisenszenarien, mit denen wir uns hier gegenwärtig beschäftigen. Liebe Gäste, Chemie ist nicht alles. Das ist gewiss richtig. Aber genauso richtig ist, ohne Chemie ist alles nichts. Unsere Volkswirtschaft funktioniert wie ein menschlicher Organismus. Energie hält dieses Herz-Kreislauf-System aufrecht. Und die Chemie, also wir, das ist das Herz dieser Wirtschaft. Denn unsere Vorprodukte sind die Grundbausteine von 90% aller industriellen Wertschöpfungsketten in Deutschland, in unserem Land. Mit anderen Worten, steht die Chemie still, hört das Herz unserer Volkswirtschaft auf zu schlagen. Und wissen Sie, meine Damen und Herren, das ist nicht irgendeine Schnulze von Matthias Reim. Nein, es ist noch schlimmer. Das ist dann... Ja. Denn das ist dann bittere Realität. Und Sie sehen, lieber Herr Minister Wissing, du siehst, lieber Michael Vassiliadis, auch in dieser schweren Stunde, und es ist eine schwere Stunde für unsere Industrie, es ist eine schwere Stunde für unsere Volkswirtschaft, es ist eine schwere Stunde für unser Land, haben wir den Humor noch nicht aufgegeben, weil wir auf unsere Kräfte vertrauen und darauf, dass wir gemeinsam mit Gewerkschaft und Politik gute Antworten finden auf das, was da vor uns liegt. Und wenn, ja? Das Kompliment geht an die Bundesregierung und das Kompliment geht an die Gewerkschaften und ich freue mich, dass dieser Applaus Ihnen hier zuteil wird. Mein Kreislauf, der kommt aber so richtig in Fahrt, wenn ich von Wissenschaftlern lese, die uns mit theoretischer Erhabenheit
weismachen wollen, dass ein Gasembargo quasi schon irgendwie zu verdauen sei. Ja, da bekomme ich Herzklopfen und da bekomme ich Puls, wie wir im Ruhrgebiet sagen. Denn diese Worte aus dem Elfenbeinturm der Theorie, die sind grob falsch. Die sind grob falsch und es ist eine nach gerade anmaßende, in jedem Fall peinliche, arrogante Besserwisserei. So kann man mit der Zukunft dieses Industriestandortes nicht umgehen, dass man meint, mit einigen schnell hinformulierten Sätzen hier Dinge in die Welt setzen zu können, die einfach, bleiben wir sachlich, grob falsch sind. Meine Damen und Herren, Moral buchstabiert sich anders als Vernunft. Und wer Verantwortung trägt in unserem Land, der hat die Pflicht, vernünftig zu handeln und das Notwendige dabei zu bedenken. Das gilt für Politik, das gilt für uns in der Wirtschaft und das gilt für die Gewerkschaften. Ausdrücklich stützen und unterstützen wir daher die klare Position von Bundeskanzler Olaf Scholz, von Wirtschaftsminister Robert Habeck und von Finanzminister Christian Lindner. Nämlich, dass wir als geschwächte oder als taumelnde Volkswirtschaft wohl kaum in der Lage sein dürften, einem Aggressor die Stirn zu bieten. Denn wir müssen Sanktionen nicht nur kurzfristig durchhalten. Wir brauchen eine starke Volkswirtschaft. Wir brauchen eine Volkswirtschaft, die aus einer Position der Stärke heraus handeln kann. Bitte sehen Sie, wir haben ja nicht nur eine Stimme, als Bundesrepublik Deutschland in der Welt, weil die EU in der Vergangenheit als politisch homogener Akteur auf der Weltbühne aufgefallen wäre. Oder weil wir eine leistungsstarke und zeitgemäße Bundeswehr hätten. Das ist ja nun beides nicht so sehr der Fall. Nein, die Kraft der Bedeutung der Bundesrepublik als starkes Land, die liegt in den Händen der vielen Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in einer leistungsstarken Industrie, in unserer gesamten Industrie. Und das, meine Damen und Herren, bedeutet dann, frieren für den Frieden, ob man es jetzt finanziell muss, was schon schrecklich genug ist, oder symbolisch will. Nun, das mag jedem selbst überlassen sein, aber eins kann ich Ihnen sagen, die Beleibteren wie ich wären hier im Vorteil, denn die frieren nicht so schnell. Aber als Gesellschaft, als Staat, da können wir nicht einfach unsere Wirtschaft runterdrehen wie das Thermostat an einer Heizung. Denn dann können wir es im Zweifel nicht mehr wieder hochdrehen. Das müssen wir vermeiden. Und wenn wir es nicht vermeiden, dann wird aus Frieren für den Frieden ganz schnell Zittern um die Zukunft. Und zwar um die Zukunft von Arbeitsplätzen, der Wertschöpfung und unserer gesamten Volkswirtschaft. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, wir müssen in dieser schwierigen Lage, das ist völlig klar, auf Sicht fahren und dabei nicht die langfristigen Ziele aus dem Blick verlieren. Das ist klar. Und klar ist auch, es zählt der lange Blick. Heute mehr denn je. Und deshalb hoffen wir zuallererst und das mit vollem Herzen auf Frieden. Und dann soll es für uns alle weiter in die richtige Richtung gehen. Mehr Nachhaltigkeit, mehr Ressourceneffizienz, besseres Wachstum, attraktive Arbeitsplätze. Kurzum, in Richtung einer besseren Zukunft, als es unsere Gegenwart heute ist. Und damit, lieber Herr Minister Wissing, bin ich schon bei Ihnen. Schön, dass Sie da sind und machen Sie uns doch bitte ein Zukunftsfenster auf. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für die Aufmerksamkeit.
Sehr geehrter lieber Herr Kullmann, sehr geehrter Herr Große-Entrup, sehr geehrter Herr Vasiliadis, sehr geehrter Herr Theis, liebe Frau Herold, liebe VCI-Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mehr Fortschritt wagen hat sich die Bundesregierung vorgenommen. Es ist das Leitmotiv unseres Koalitionsvertrages. Unlängst sagte Finanzminister Lindner zu mir: Erinnerst du dich noch an den ehemaligen Generalsekretär, der während der Koalitionsverhandlungen zu mir gesagt hat, verhak dich nicht zu sehr in diesen Details, am Ende müssen wir wahrscheinlich ganz andere Herausforderungen meistern. Dass wir uns mit einem Krieg auseinandersetzen müssen, war uns damals nicht bewusst. Das haben wir uns alle nicht gewünscht und auch nicht vorstellen können. Dieser grausame Angriffskrieg von Wladimir Putin bringt nun schon seit 6 Wochen unfassbares Leid über die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und er hat längst auch Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen in unserem Land. Der Krieg ist eine grausam perfide Sache geworden. Wladimir Putin lässt ukrainische Städte bombardieren. Er schreckt auch vor Angriffen auf die Zivilbevölkerung nicht zurück. Die Bilder aus Butscha sind unerträglich. An oberster Stelle steht jetzt die Unterstützung der Menschen in der Ukraine und derjenigen, die auf der Flucht sind. Hier leisten derzeit viele freiwillige Hilfsorganisationen und auch Unternehmen Unglaubliches. Ich habe immer wieder in den letzten Tagen mit Freude gesehen, wie wir unser Modell der sozialen Marktwirtschaft leben, wie Verantwortungsbereitschaft spürbar ist. Und weil oft und gerne auch Kritik geübt wird an unserem Wirtschaftssystem, will ich an dieser Stelle sagen, wir führen gerade vor, wie überlegen es ist. Und deswegen, meine Damen und Herren, ein herzlicher Dank an alle, die sich in diesen Tagen um ihre Mitmenschen kümmern. Das Engagement überall ist enorm. Es macht Mut und es macht uns stark. Auch die chemisch-pharmazeutische Industrie leistet mit ihren 530.000 Beschäftigten aktive Hilfe mit Produktlieferungen, Freistellungen oder Spenden. Danke dafür. Ich fürchte, wir werden dieses Engagement noch längere Zeit brauchen. Und gleichzeitig müssen wir die wirtschaftliche Lage in Deutschland und Europa stabilisieren. Die Wirtschaftsweisen haben in der vergangenen Woche ein düsteres Bild gezeichnet. Ich weiß, auch Ihre Branche sorgt sich. Das ist mehr als verständlich, die Situation auf den Gasmärkten. Sie haben es angesprochen, lieber Herr Kullmann. Sie stellt gerade auch für die chemische Industrie eine besondere Herausforderung dar. Erdgas ist sowohl Grundstoff als auch Energieträger. Das ist eine doppelte Kostenbelastung und eine doppelte Gefahr für eine störungsfreie Versorgung. Mir ist bewusst, ein Versorgungsstopp mit russischem Gas wäre mehr als eine große Herausforderung für Ihre Branche. Und ein Importstopp hätte schwerwiegende Folgen für jeden von uns. Und deswegen müssen wir bei allem, was wir diskutieren, an Embargos, die Dinge zu Ende denken. Wir müssen vor allen Dingen uns immer die Frage stellen, worum geht es? In der Ukraine wird ein freiheitliches System angegriffen, das wir teilen. Die Demokratie, Menschenrechte, Menschenwürde. Und das, was die Ukrainerinnen und Ukrainer stark macht, stärker macht, als der Aggressor Putin erwartet hat, ist der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Bereitschaft der Menschen, für dieses freiheitliche System zu kämpfen und es bedingungslos zu verteidigen. Und dieser innere gesellschaftliche Zusammenhalt, er ist auch für uns wichtig und eine Grundvoraussetzung, dass wir als Teil der westlichen Wertegemeinschaft diese Verteidigungsaufgabe unseres Systems wahrnehmen können. Und deswegen müssen wir bei der Frage, welche Embargos wir anordnen, nicht wirtschaftliche Fragen zuerst in den Vordergrund stellen, sondern die entscheidende Frage, was für Auswirkungen haben die Maßnahmen auf den inneren Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Dass wir bereit sind, auch wirtschaftliche Beeinträchtigungen hinzunehmen, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland bereit sind, an der Seite der Bundesregierung auch wirtschaftliche Einbußen hinzunehmen, das haben wir in den letzten 6 Wochen gemeinsam bewiesen. Aber die entscheidende Frage ist, welche Auswirkungen haben die einzelnen Maßnahmen auf den inneren Zusammenhalt unserer Gesellschaft? Und ein Abschalten der chemischen Industrie als Schlüsselindustrie
für unseren gesamten Industriestandort, hätte gravierende Folgen für die Menschen, für die Lebenssituation von Menschen. Es hätte konkrete Auswirkungen auf den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und wir laufen damit Gefahr, überproportional Herrn Putin zu nutzen und uns zu schaden. Und das kann und darf nicht eine politische Strategie der Verteidigung freiheitlicher westlicher Gesellschaftsordnung sein. Und ich verspreche Ihnen, die Bundesregierung tut alles, um einen solchen Fall zu vermeiden. Aber die Situation hängt natürlich auch vom Vorgehen Russlands ab. Wir müssen zumindest vorbereitet sein, da ja nicht nur Im-, sondern auch Exportstopps möglich sind. Die vertragswidrige Forderung einer Bezahlung ausschließlich auf Rubelbasis könnte ein zusätzliches Problem darstellen. Hier werden wir hoffentlich bald mehr Klarheit haben. Außerdem wurde bereits viel erreicht, um alternative Versorger zu aktivieren. Deutschland hat die größten Gasspeicher in Europa. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir diese solidarisch europaweit nutzen müssen. Zumal wir auf Importterminals für LNG angewiesen sind, bei denen andere Länder in Europa die Kapazitäten bereitstellen. Wie in anderen Bereichen gilt auch hier, es geht nur gemeinsam. Auch beim Öl, das sich mengenmäßig in kürzerer Frist durch alternative Lieferanten ersetzen ließe, liegt der Teufel im Detail. Die an das russische Pipeline-System angeschlossenen Raffinerien müssen über alternative Lieferwege versorgt werden. Mein Ministerium arbeitet gerade entsprechende Szenarien aus. Wir verstehen die Sorge Ihrer Branche sehr gut. Zum einen wirken sich die Preiserhöhungen in der Grundstoffchemie auf sehr viele Produkte aus, vom Dünger über AdBlue, bei praktisch allen Kunststoffen bis hin zu Kosmetika oder Bitumen für den Straßenbau. Zum anderen wären Produktionsstopps eine echte prozesstechnische wie auch kostenseitige Herausforderung. Daher kommt hier der Mineralöllogistik eine ganz entscheidende Bedeutung zu. Die Experten meines Hauses stehen mit den Experten des Bundeswirtschaftsministeriums und des Mineralölverbandes hierzu im engsten Austausch. Und wie Sie sehen, haben wir Ihre Situation im Blick und wir handeln. Wir müssen das Beste hoffen und uns gleichzeitig sachlich auf alle Eventualitäten einstellen. Herr Putin ist nicht berechenbar. Die klare Botschaft lautet, wir werden unsere Wirtschaft und unsere Industrie nicht alleine lassen. Und ich betone es nochmal, wir fühlen uns auch von der Wirtschaft nicht alleine gelassen. Das haben wir auch nochmal im Koalitionsausschuss bekräftigt. Um etwa die besonders betroffenen Unternehmen zu unterstützen, wird die Bundesregierung im Beihilferecht mit zinsgünstigen Krediten rasch und unbürokratisch die notwendige Liquidität zur Verfügung stellen und über weitere Maßnahmen beraten. Dafür müssen wir aber zunächst noch den Abschluss der Beratung der Europäischen Kommission zum Temporary Framework abwarten. Aber ich bin zuversichtlich, dass das schnell gehen wird. Fest steht, bei all den notwendigen Krisenbewältigungen dürfen wir unsere eigentlichen Zukunftspläne nicht aus dem Blick verlieren. Also mehr Klimaschutz, mehr Digitalisierung, mehr Fortschritt für alle Lebens- und Arbeitsbereiche. Und dafür brauchen wir Sie. Die chemisch-pharmazeutische Industrie ist mit ihren rund 1.900 kleinen und großen Unternehmen eine entscheidende Basis fast aller Wertschöpfungsketten. Sie sorgen dafür, häufig im Verborgenen, dass wir alle mit lebenswichtigen Gütern versorgt werden. Mein Haus wird daher weiter alles tun, dass für Ihre Arbeit die beste Infrastruktur zur Verfügung steht. Uns ist bewusst, eine funktionierende Infrastruktur ist die Basis für unsere Logistik, für Wachstum, für Beschäftigung und Wohlstand. Und daher werden wir parallel zur Bewältigung dieser Krise unsere Straßen, Schienen und Wasserwege erhalten, erneuern und wo nötig weiter ausbauen. Wir beseitigen Engpässe auf rund 2000 Kilometern Autobahn und 800 Kilometern Schienenstrecke. Was etwa unsere Autobahnbrücken angeht, haben wir am 10. März mit einem Brückengipfel eine eher traurige Bilanz gezogen, aber eben auch eine Agenda mit Maßnahmen vorgestellt. Und das ist der optimistische Teil, Herr Kuhlmann, wie wir sowas in den Griff bekommen können, indem wir den Takt verdoppeln und bis 2030 dafür sorgen, dass unser Netz intakt ist. Wir sorgen so für mehr Planbarkeit, für Transparenz und vor allem Tempo beim Erneuern. Zur Infrastruktur zählen auch effiziente Umschlagterminals, die wir mit Baukostenzuschüssen fördern. Dazu gehören auch für die chemische Industrie bedeutsame Standorte, so etwa im Beispiel
Ludwigshafen, lieber Herr Bruder Müller, der Neubau eines bimodalen Schienen- und Straßenterminals, das wir fördern konnten, in dem allein im Jahr 2020 rund 350.000 Ladeeinheiten umgeschlagen wurden. Und dank des kombinierten Verkehrs finden auf unseren Bundesfernstraßen pro Tag rund 17.000 Lkw-Fahrten weniger statt. Im Jahr summiert sich das auf fast 4,5 Millionen Lkw-Fahrten, die wir einsparen können. Deshalb werden wir kombinierte Verkehrsterminals weiter fördern. Und ein besonderes Augenmerk legen wir auch auf den Schienenverkehr. Der Schienengüterverkehr gewinnt an Bedeutung. Wir stärken ihn, um die Straße zu entlasten, um mehr Klimaschutz zu ermöglichen. Und ein wichtiges Instrument dafür ist der Masterplan Schienengüterverkehr, den wir weiterentwickeln und zügig umsetzen werden. Ziel ist, den Marktanteil des Schienengüterverkehrs am Model Split deutlich zu erhöhen. Und mit dem Bundesbauprogramm Zukunft Schienengüterverkehr werden wir bis 2024 Digitalisierung, Automatisierung und innovative Fahrzeugtechnik mit rund 200 Millionen Euro finanzieren. Der Schienengüterverkehrssektor hat zugesagt, ergänzend in gleicher Höhe zu investieren. Das ist viel für diesen Zeitraum. Und auch das Binnenschiff werden wir weiter fördern. Es ist enorm leistungsfähig, effizient und schon heute in weiten Teilen nachhaltig unterwegs. Zur Einordnung, Motorgüterschiffe mit einer Tragfähigkeit von 3000 Tonnen können bis zu 150 LKWs ersetzen. Damit diese Schiffe klimafreundlich angetrieben werden, haben wir ein Förderprogramm entwickelt, mit dem wir Innovationen in neue emissionsärmere Antriebssysteme oder sogar Null-Emissionsantriebe bei Binnenschiffen unterstützen. Und damit Schiffe auch bei Niedrigwasser den Rhein befahren können, haben wir das Ausbauprojekt Abladeoptimierung der Fahrrinnen am Mittelrhein ins Leben gerufen und treiben das systematisch voran. Für den Chemiestandort Deutschland ist das eine entscheidende Zukunftsinvestition. Sie ist deshalb zentraler Bestandteil des Aktionsplans Niedrigwasser Rhein, den auch der VCI unterzeichnet hat. Dafür vielen Dank für diese Unterstützung. Der Aktionsplan ist ein gutes Beispiel, wie Ministerium, Transportgewerbe und Industrie gemeinsam die Initiative ergreifen, um unseren Wirtschaftsstandort Deutschland dauerhaft zu sichern. Wichtig ist, dass wir jeden Verkehrsträger bestmöglich nutzen, jeden Verkehrsträger fit machen und zusätzlich für die bestmögliche Verknüpfung aller sorgen. Die Unternehmen müssen dabei die Freiheit behalten, selbst entscheiden zu können, welchen Verkehrsträger sie wählen. Das bedeutet für mich, auch der Lkw behält in Zukunft eine wichtige Funktion. Deshalb ist es unsere Aufgabe, die Antriebe auf der Straße klimafreundlicher, ich sage klimaneutral zu machen. Und daher haben wir mit dem Gesamtkonzept klimafreundliche Nutzfahrzeuge einen wichtigen Meilenstein ins Leben gerufen. Dafür stehen uns umfangreiche Mittel aus dem Energie- und Klimafonds zur Verfügung. Mit Kaufprämien in Höhe von 80% der Mehrausgaben unterstützen wir das Beschaffen der klimafreundlichen Nutzfahrzeuge. Gefördert werden etwa Batterie, Brennstoffzellen und von außen aufladbare Hybrid-Elektro-Lkw. All das sind wichtige Wege, um technologieoffen voranzukommen, diese großen Zukunftsfragen zu lösen. Der entscheidende Schlüssel, um beim Klimaschutz erfolgreich zu sein und die Effizienz des Güterverkehrs zu steigern, ist am Ende aber, meine Damen und Herren, die Digitalisierung. Sie kann uns enorm dabei unterstützen, neue Transportangebote zu entwickeln, die individuell auf die Situation und Bedarfe von Unternehmen und Menschen angepasst sind. Diese Potenziale wollen wir in den kommenden Jahren zügig und konsequent in die Praxis bringen. So machen wir den gesamten Sektor moderner, nachhaltiger und wettbewerbsfähiger. Generell werden wir alles dafür tun, damit Verfahren, Entscheidungen und Umsetzung deutlich schneller werden. Private und staatliche Investitionen, sie müssen dringend effizienter und zielsicherer umgesetzt werden. Wir werden deshalb etwa Planungs- und Genehmigungsverfahren modernisieren, digitalisieren, entbürokratisieren und beschleunigen. Dafür müssen Staat und Gesellschaft, müssen Bund, Länder und Kommunen an einem Strang ziehen. Auch hier laufen gute Gespräche. Und meine Damen und Herren, zum Abschluss möchte ich noch einen Wunsch äußern. Ich wünsche mir, dass Sie weiter zusammenhalten und Unsicherheit und Sorge gemeinsam in Zuversicht und Fortschritt verwandeln. Die Stärke ist unser Zusammenhalt. Es gilt für die Gesellschaft insgesamt, aber es gilt auch für das Zusammenspiel von Staat und Wirtschaft. Unlängst haben Wirtschaftsvertreter zu mir gesagt, wir hätten nicht gedacht, wie schnell wir in eine doch erstaunliche Abhängigkeit auch staatlicher Entscheidungen geraten können. Und umgekehrt, ich habe es eingangs schon betont, haben viele nicht gedacht, mit welcher Entschlossenheit unsere Wirtschaft
und auch Geschlossenheit unserer Wirtschaft an der Seite des Staates steht, der Herrn Putin klar die Stirn bietet mit radikalen und konsequenten Sanktionen. Aber eben immer Sanktionen, die vermeiden, dass unsere Gesellschaft auseinanderdrift. Nie war der gesellschaftliche Zusammenhalt von uns und nie war der Zusammenhalt der demokratischen Gesellschaften untereinander wichtiger als in dieser Stunde, in der wir nicht nur herausgefordert, sondern mit Waffen angegriffen werden. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns, dass wir aus all dieser Situation, lieber Herr Kullmann, liebe Damen und Herren, Optimismus schöpfen können und nicht die Zuversicht und das Vertrauen verlieren, dass das System der Freiheit, der Demokratie, der Menschenwürde siegen wird. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Minister. Er war so freundlich und hat gesagt, er bleibt noch ein paar Momente länger, beantwortet auch die eine oder andere Frage noch. Kurz bevor Sie gesprochen haben, gab es eine Eilmeldung über das Handy hier des NATO-Generalsekretärs Stoltenberg, gesagt hat, dieser Krieg in der Ukraine könnte noch Monate oder sogar vielleicht auch noch Jahre dauern. Welche Möglichkeiten hat der Westen, welche Möglichkeiten hat die Politik in Kombination mit der Wirtschaft denn überhaupt zu diesem Zeitpunkt noch, sich da durchzusetzen und irgendwie einen Waffenstillstand vielleicht durchzusetzen? Und auch in einer solchen Situation darf nie die Diplomatie schweigen. Es müssen kontinuierlich Gespräche geführt werden. Jede Chance zum Frieden muss genutzt werden. Und gleichzeitig müssen wir als Regierung und als Teil des westlichen Bündnisses alle Szenarien durchspielen. Wir müssen alle Szenarien der möglichen weiteren Sanktionen durchspielen und, ich hatte es vorhin gesagt, zu Ende denken. Und gleichzeitig müssen wir uns natürlich auch mit der Frage beschäftigen, wie können wir bei einer weiteren Eskalation Russland noch härter die Stirn bieten. Nun ist es allerdings leider so, dass ich die Bandbreite der Dinge, die wir besprechen und diskutieren, nicht öffentlich sagen kann, weil das sich aus verschiedenen Gründen verbietet, insbesondere um dem Gegner es nicht leichter zu machen. Das macht es aber für Sie auch nicht leichter, wenn Sie vor allem jetzt auf Sanktionen setzen müssen. Auch oder nur können, denn die Historie zeigt ja, Sanktionen als Mittel in solchen Situationen sind wie effektiv am Ende oder können welche Veränderungen hervorrufen? Uns ist ja in dieser Situation vor Augen geführt worden, an welcher Stelle unser System und unsere Gesellschaft verletzbar ist. Aber wir können durchaus selbstbewusst sagen, dass auch wir wissen, an welcher Stelle die russische Gesellschaft verletzbar ist. Wir sind deswegen nicht am Ende unserer Möglichkeiten. Sie haben die Lieferkettenproblematik angesprochen und auch Herr Kullmann hat diese angesprochen. Mit welchen Verwerfungen rechnen Sie noch im Rahmen dieses Konfliktes? Nicht nur in Bezug auf die Versorgung mit Rohstoffen oder eben auch zeitliche Verzögerungen, aber eben auch die Etablierung neuer Lieferrouten zum Beispiel. Was kann die Politik tun? Nicht nur Lieferrouten innerhalb Deutschlands. Sie haben einige Infrastrukturideen eben angesprochen, aber es geht ja auch um die Routen außerhalb Deutschlands. Selbstverständlich war uns klar, als wir die ersten Sanktionsmaßnahmen beschlossen haben, etwa den Luftraum gesperrt haben und weitere Dinge, die unmittelbare Auswirkungen auf Lieferketten haben, entschieden haben, dass das nicht folgenlos bleibt. Auch nicht folgenlos für uns, aber auch nicht folgenlos für die Welt. Viele haben sehr früh gesagt, schließt die Häfen. Wir haben uns erst einmal die Frage gestellt, was wird da eigentlich umgeschlagen und was bedeutet das für den Rest der Welt, wenn wir das tun? Denn nicht alles, was in Hamburg in den Hafen einläuft, hat etwas mit dem Zielort Bundesrepublik Deutschland zu tun. Also man muss auch hier die Dinge zu Ende denken, damit man nicht am Ende die Falschen trifft. Und deswegen haben wir sehr genau überlegt, welche Schritte wir gehen und haben das vor allen Dingen, und das war ein wichtiger Punkt, das möglichst im Einklang mit unseren europäischen Partnern gemacht. Deutschland kam dabei eine oft entscheidende Rolle zu, weil unsere französischen Partner beispielsweise immer gewartet haben oder gerne gewartet haben, bis Deutschland den ersten Schritt gegangen ist. Etwa bei der Schließung des Luftverkehrs können Sie genau sehen, Frankreich hat wenige Stunden nach der Schließung in Deutschland eben auch gehandelt, aber nicht davor.
Das ist eine Rolle, die uns in Europa auch zukommt und die wir dann auch verantwortungsvoll wahrgenommen haben. Im Augenblick ist es so, dass wir uns viele Gedanken machen über Nahrungsmittelversorgung im globalen Bereich. Die Ukraine ist da ein wichtiger Lieferant von Rohstoffen in der Nahrungsmittelindustrie. Und deswegen sind das wichtige Punkte. Wir erleben natürlich auch Einschränkungen bei den Lieferketten. Das ist übrigens ein Punkt, auf den ich mich bezogen habe, als ich vorhin gesagt habe, es ist großartig, wie die Wirtschaft das auch erträgt. Das sind ja alle massive Einbußen und da wird eben nicht geklagt über wirtschaftliche Dinge, sondern es wird ertragen. Und wir suchen immer Lösungen, wie wir das neu organisieren können. Das ist nicht trivial. Beim Luftverkehr etwa bedeutet die Umfliegung Russlands wesentlich mehr Kerosinverbrauch. Und wenn man mehr Kerosin tanken muss, kann man weniger Luftfracht zuladen. Also etwa 10% der Luftfracht, die man verliert. Das ist erheblich bei der Anzahl der Flüge. Und all solche Dinge haben Auswirkungen, die können wir nicht vermeiden. Die sind wir bereit, gemeinsam zu tragen. Aber natürlich haben wir ein Interesse daran, dass die Störung der Lieferketten so minimal wie möglich bleibt. Ein großes Problem in Europa ist auch, dass sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer tätig waren im Bereich der Logistik und zur Wehrpflicht jetzt etwa oder zum Wehrdienst einberufen worden sind. Allein in Polen sind 103.000 Personen aus dem Lkw-Bereich abgezogen worden und das schlagartig. Und das hat natürlich Auswirkungen. Übrigens hat man an dieser Stelle gesehen, was für eine Rolle die Bahn hat. Ich habe von einer Renaissance der Bahn gesprochen, und zwar im doppelten Sinne. Einmal wegen ihrer wichtigen Funktion bei der Erreichung unserer Klimaschutzziele, aber eben auch, um diese großen Logistikherausforderungen bewältigen zu können. Sie können mit einem Zugführer wesentlich mehr erreichen als mit einem Lkw-Fahrer. Und wenn Sie sehr schnell sehr viele Menschen befördern müssen, um sie in Sicherheit zu bringen, oder sehr schnell große Mengen an Hilfsgütern in die Ukraine hineinbringen müssen, wie ich das etwa mache gemeinsam mit der Bahn, mit der Schienenbrücke, dann haben Sie keine Alternative zu diesem Verkehrsträger. Und ich finde, auch das müssen wir bei den Bahninvestitionen in den nächsten Jahren berücksichtigen. Die Bahn ist nicht nur ein wichtiger Faktor bei den Logistikketten, beim Klimaschutz, sondern auch, was die Sicherheit unserer Gesellschaft angeht. Nun haben Sie in dem Zusammenhang in Ihrer Rede, und das ist dann auch die letzte Frage, auch eben die Digitalisierung angesprochen und welche Rolle die spielt eben für die Weiterentwicklung oder die Förderung neuer Transportwege. Auch nun ist die Region Ukraine, Russland ja nicht nur wichtig in Bezug auf Nahrungsmittel, sondern auch auf Produkte oder Rohstoffe, die für die Digitalisierung richtig sind. Also welche Problematik laufen wir da vielleicht noch hinein? Sie sind ja auch der Minister für Digitales und wie sichern wir uns den Zugang zu wichtigen Rohstoffen auch für die Digitalisierung? Zunächst einmal ist das Thema Cybersicherheit ein ganz aktuelles geworden, um das wir uns europäisch im Schulterschluss sehr stark kümmern. Gleichzeitig spielt die Digitalisierung eine große Rolle, um Logistikketten zu organisieren. Ganz konkret der Transport und die Verteilung der Flüchtlinge wäre ohne digitale Systeme nicht denkbar. Und auch die Kommunikation, die ja jetzt sehr schnell funktionieren muss, auch mit der Regierung in Kiew. Ich weiß gar nicht, wie oft im Gespräch mit meinem Kollegen in Kiew, wäre gar nicht möglich, wenn wir nicht digitale Systeme hätten. Und wir werden in den nächsten Jahren mit einer Gigabit-Strategie Deutschland fit machen für den höchsten Standard beim Glasfaserausbau und auch beim 5G. Und ich glaube, alle haben verstanden, dass digitale Systeme auch in solchen Krisenzeiten für uns existenziell sind. Und deswegen haben wir uns mit dieser Digitalstrategie viel vorgenommen. Aber ich sehe auch, dass dieser Krieg, der ja eine Zeitenwende darstellt, auch in diesem Bereich ein Umdenken auslöst und viele verstanden haben, das muss jetzt schneller gehen, wir müssen resilienter werden. Und das Diskutieren und das Zögern ist nicht mehr das, was an der Zeit ist. Und deswegen haben wir ja auch etwa im Bereich der Verteidigung große Schritte vorgelegt mit diesem 100-Milliarden-Paket. Der Krieg wird vieles verändern, aber wir bleiben Optimisten, dass wir das Beste daraus machen. Wir danken Ihnen ganz herzlich, Herr Minister. Dankeschön. Ja, und Sie haben
sozusagen mit dem Wort Zeitenwende die perfekte Überleitung jetzt gegeben für unsere Diskussionsrunde. Und ich darf ganz schnell nach oben bitten, Frau Sabine Herold, sie ist die geschäftsführende Gesellschafterin von Delo Industrieklebstoffe. Delo ist ein weltweit tätiges mittelständisches Unternehmen und jeder, der ein Handy gerade vielleicht in der Hand hat, hat damit auch etwas von Delo in der Hand, nämlich Klebstoff von Delo. Oder Sie finden die Produkte von Frau Herold auch in Autos zum Beispiel. Ich darf nach oben bitten Markus Steilemann, den Vorstandsvorsitzenden von Covestro, bekannt für die Hightech-Kunststoffe. Herzlich willkommen. Und die Produkte sind natürlich auch wichtig in der Automobilindustrie, im Elektroniksektor oder auch zum Beispiel in der Textilindustrie. Mhm. Schön, dass Sie da sind. Und Michael Vasiliadis, der Vorsitzende der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie und Energie. Das ist einer der größten Gewerkschaften in diesem Land. Und Sie vertreten mehr als 600.000 Mitglieder. Herzlich willkommen auch Ihnen. So, ich habe das Handy mir erlaubt, weiterhin mit hier vorne dabei zu haben. Man weiß in diesen Zeiten nie, welche wichtigen Nachrichten kommen. Manchmal passiert das ja im Minuten- oder Sekundentakt quasi. Normalerweise beginnt man ja solche Runden eigentlich auch mit einem knackigen Einstiegsstatement oder einer leicht provokanten Frage. Aber ich finde, das schickt sich alles nicht in diesen Zeiten. Ich würde Sie eigentlich alle drei gerne fragen, wie geht es Ihnen eigentlich bei diesen Umwälzungen? Wie gehen Sie damit um? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie die Bilder sehen aus der Ukraine? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sehen, wie Sie sich innerhalb kürzester Zeit jetzt auch anders aufstellen, möglicherweise wirtschaftlich, um bei uns auch sozialen Frieden zu sichern? Ja gut, ich meine, die Bilder beeindrucken jeden von uns. Ich glaube, das ist einfach so. Als Unternehmen haben wir gesagt, okay, wir können natürlich monetär helfen, aber wahrscheinlich am besten helfen, indem man Ukrainern auch Stellen anbietet. Und uns ist schon klar, ich meine, die kommen zu uns, die mögen akademisch gebildet sein, wie sie möchten. Sie sind erstmal Analphabeten, wenn sie hier ankommen. Wenn ich Glück habe, sprechen sie Englisch, oft nicht. So, und dann muss man natürlich erstmal mit dem Team reden und sagen, oder mit den Leuten reden und sagen, du musst leider erstmal einen sehr einfachen Job machen, dass du erstmal Geld kriegst und selbstständig werden kannst. Wir geben dir auch Deutsch- und Englischkurse. Aber das ist so ein bitterer Weg. Und wenn Sie die Personen sehen, die wirklich aus teilweise eigene Unternehmer waren, die sich dann auf so einem niedrigen Niveau plötzlich wiederfinden, da fange ich dann schon mal das Schlucken an und denke, wow, so schnell kann es gehen. Ja? Mhm. Ich frage mich in solchen Situationen auch selber, hätte man selber die Kraft dazu, den Mut dazu? Würde man erahnen, wann es Zeit ist, dass man gehen muss, dass genau. Man alles zurücklassen muss? Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das ist eine Frage, die mich wahnsinnig beschäftigt, auch in diesen Zeiten wieder. Herr Steilemann, was hat der Krieg in der Ukraine bei Ihnen verändert? Also wenn wir auf der persönlichen Ebene anfangen, noch ein viel größeres Bewusstsein dafür, dass man für Frieden, Freiheit und Demokratie deutlich stärker eintreten muss, als wir das in den letzten Jahren und Jahrzehnten in diesem Land vielleicht auf der auch politischen, aber auch gesellschaftlichen Agenda gesehen hat. Und in diesem Kontext, wie ich normalerweise an solche Situationen herangehe, ich versuche mich zunächst einmal zu orientieren und zum Zweiten erstmal abzustecken, was kann ich denn persönlich wirklich beitragen, um in dieser Situation handlungsfähig zu bleiben. Und das Dritte ist, ich blende relativ stark auch Themen aus, die ich nicht verändern kann. Das ist so die persönliche Ebene, um dann eben auch handlungsfähig zu bleiben und sich eben nicht von der Last der Ereignisse im Zweifelsfall erdrücken zu lassen. Und ich kann sagen, das kenne ich bei mir selber, kenne ich aber aus dem persönlichen Umfeld, viele Menschen sind erdrückt. Viele Menschen fühlen sich paralysiert. Und ich glaube, das müssen wir auch offen ansprechen, dass unserer Gesellschaft und vielen Individuen nicht gut geht. Das ist wichtig, dass man das anspricht. Dennoch kann ich immer wieder sagen, die Zukunft wird da sein. Sie beginnt in dieser Sekunde, sie beginnt morgen, sie beginnt nächste Woche, nächsten Monat. Wir können sie gestalten und werden sie gestalten. Und damit komme ich zur unternehmerischen Perspektive. Wir haben, wenn man so will, das Glück, dass wir nur eine sehr geringe Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Russland und in Belarus haben, in der Ukraine, keinerlei direkten geschäftlichen Aktivitäten. Dennoch sind wir, und das wurde ja heute mehrfach sowohl vom Präsidenten Kuhlmann als auch vom Minister Wissing sehr deutlich gemacht, in den internationalen und nationalen Lieferketten sehr, sehr stark von der Ukraine abhängig. Und darauf fokussieren sich im Moment die 18.000 Mitarbeiter und Mitarbeiter von Covestro, diese Lieferketten so lange wie möglich, so ununterbrochen wie möglich zu halten, um eben das Herz der deutschen Industrie am Schlagen zu halten.
Herr Vassiliadis, was löst das alles bei Ihnen aus und auch in Ihrem Umfeld? Zwei Dinge neben anderen. Natürlich das eine, die Bilder mitten in Europa, Menschen zu sehen, die vor 6 Wochen in Wintersport gefahren sind, die vor 8 Wochen sich eine HIV-Anlage gekauft haben, die vor 12 Wochen, weiß ich nicht, ungefähr Weihnachten gefeiert haben, so wie wir es kennen. Wir reden also nicht von irgendeiner Region der Welt, die uns sonst per Bild gerne als Kriegsländer vor Augen geführt sind, sondern es ist eigentlich weitgehend, vielleicht nicht ganz, so wie hier. Und nichts von dem, was uns auch wichtig ist im Alltag, ist da noch übrig. Kein Haus, kein Auto, keine Altersversorgung, jedenfalls ist es unklar. Und wenn es gut gelaufen ist, das Leben noch. Und ich glaube, das führt einem vor Augen, dass das, was, wie gesagt, sonst immer weit wegportiert wurde, ganz, ganz schnell ganz nah kommt. Und das führt mich zum zweiten Punkt, das ist eher eine politische Bewertung. Ich habe es nicht wirklich geglaubt, aber ich hatte mich auch daran gewöhnt, dass es so eine Art Linearität der Geschichte, sozusagen der Verbesserung der Freiheit, des Wohlstandes, der Stabilität, der Sicherheit gibt. Und dann, wie gesagt, ist die gleiche Erklärung, irgendwo anders ist das nicht so. Aber ich glaube, wir haben vor Augen geführt bekommen, es gibt kein Ende der Geschichte und kein Ende dessen, um was man ringen muss. Und es gibt auch nicht, es gibt für vieles eine technische und eine Wohlstandsvariante, aber nicht für diese politischen Werte und für die Frage, zu welchen Wertekontexten man am Ende steht. Und das bringt bei mancher Leichtigkeit von Popkultur und anderen Dingen, die ich alle schätze, aber bringt dann sozusagen auch eine Ernsthaftigkeit zurück. Das sind so zwei Emotionen, die mich seit längerem begleiten, beschäftigen. Dann ist es ja auch so, dass egal über welchen Konflikt wir sprechen, ob er relativ nah an uns dran ist oder in anderen Teilen der Welt stattfindet, dass man ja denkt, wir sind im 21. Jahrhundert. Warum lernen wir nicht aus der Geschichte immer wieder? Ich würde gerne ein Zitat von Ihnen, Herr Kuhlmann, aus Ihrer Rede aufgreifen. Die Sorgenfalten sind Ackerfurchen tief. Sprechen wir über das Unternehmerische, denn wir müssen ja darüber sprechen, über das Wirtschaftliche, um stark weiterhin als Gesellschaft zu sein. Mit welchen Sorgen sind Sie unternehmerisch konfrontiert derzeit? Wie stellt sich die Situation dar? Naja, ohne hier zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil wie Sie wissen, wir sind börsengelistet. Jedes Wort, was ich hier in der Öffentlichkeit sage, wird auf die Goldwaage im wahrsten Sinne des Wortes gelegt. Und deshalb ist wichtig, einfach mal die allgemeinen Strukturen und auch allgemeinen Szenarien, die ja sowohl von Herrn Kuhlmann als auch vom Minister Wissing nochmal sehr deutlich gemacht wurden. Was wir sehr genau beobachten, sind unsere Lieferketten. Wir schauen uns also genau an, wo gibt es möglicherweise Unterbrechungen, wo sind Unterbrechungen zu erwarten und versuchen, und das nicht erst seit gestern, sondern auch getrieben durch die Pandemie, in der wir jetzt seit fast 2,5 Jahren oder gut 26 Monaten stecken, abzuschätzen und Alternativen aufzubauen. Das zweite Thema ist, wir beobachten sehr genau die Absatzmärkte. Und hier zeichnet sich ein sehr, sehr unterschiedliches Bild. Wir sehen beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika, dass die Wirtschaft vergleichsweise unbeeindruckt ist. Wir sehen im Moment durch das Pandemie-Wiederaufbrechen in China, dass die Wirtschaft, sagen wir mal, im Moment mit bestimmten Themen kämpft, aber auch im Grundsatz eher unbeeindruckt ist. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass sich zumindest im Januar und Februar in Europa von einigen wenigen Branchen einmal abgesehen, die Wirtschaft zunächst auch eher unbeeindruckt gezeigt hat. Auf der anderen Seite geht es aus meiner Perspektive jetzt hier um Tage, Wochen, vielleicht einige wenige Monate, bis wir Auswirkungen sehen werden, weil das Kaufverhalten der Bürgerinnen und Bürger sich massiv verändern wird. Wir sind die größte Volkswirtschaft in Europa und das Kaufverhalten, also das zur Verfügung stehende freie Einkommen, reduziert sich derzeit durch Inflationstendenzen schon sehr stark. Und wenn es dazu eben noch zu weiteren, beispielsweise auch angesprochenen Arbeitslosen-Szenarien kommen wird, dann wird sich das Kaufverhalten so rapide verändern, dass es über kurz, nicht über lang, über kurz auch signifikante Auswirkungen haben wird auf jedes Unternehmen der Branche, auf jedes Unternehmen der industriellen Wertschöpfungskette. Und dabei möchte ich das eingedenk der besonderen Situation auch belassen. Mhm. Frau Herold, wie ist das bei Ihnen? Sie sind ja ein bisschen anders. Ich darf frei reden. Ja. Also wahrscheinlich nicht unbedingt jeder Delo. Wir sind ein kleiner Mittelständler, haben knapp 800 Mitarbeiter.
so insofern ist auch alles, was wir tun, vielleicht nicht von solcher großen Relevanz. Aber dennoch, unsere Lieferketten müssen stehen. Wir haben schon in der Pandemiezeit angefangen. Okay, früher hatten wir eher so 2 Monate Lagerbestand von allen Rohstoffen. Da haben wir da schon angefangen, oh, wir brauchen jetzt mindestens mal 6 Monate Lagerbestand. Aber jetzt, mit dem Krieg, haben wir gesagt, okay, 12 Monate muss alles, was haltbar ist, wird 12 Monate auf Lager gelegt. Das ist für uns einfach, weil wir homöopathische Mengen haben. Mhm. Das kann hier nicht jeder machen. Wenn man Riesentanklastzüge empfängt, die kann man mal nicht rasch im Lager verstauen. Also insofern haben wir da schon eine ganz, ganz besondere Situation. Aber auch, sagen wir mal, energetisch. Wir sind seit Jahren am Nachdenken, wie versorgen wir unser Unternehmen mit Strom? Mein Mann und ich, also uns beiden gehört das Unternehmen, haben uns überlegt, ja, so ein Blockkraftheizwerk, das brauchen wir unbedingt, da fangen wir jetzt an, da überlegen wir drüber. Und unser Landratsamt hat uns damals gesagt, nee, also Entschuldigung, also Öl könnt ihr das nicht machen, also ihr müsst natürlich Gas nehmen. Und das war, ist vor über 3 Jahren hat mein Mann zu unserem Landrat gesagt, wie? Und dann dreht der Putin mir das Gas ab. Mhm. Wir haben es nicht gebaut. Wir haben Öltanks, die sind voll. Das ist jetzt mal kurzfristig schön, aber es hilft mir auch nicht weiter. Hm. Weil wenn das muss ja auch irgendwo herkommen. Ja, jetzt ist es erstmal voll, das reicht eine Weile. Also wir haben jetzt nur so einen ganz kleinen Tank. Hm. Das reicht eine Weile. Du, das reicht nicht, auch wenn wir liefern können. Hm. Was habe ich davon, wenn unsere Kunden keinen Klebstoff mehr brauchen? Hm. Wenn es keine Chips mehr gibt in der Industrie, dann können unsere Automobilindustrie ist für mich wichtig, Consumer-Elektronik ist für mich wichtig, weiße Ware ist für mich wichtig. Also überall sind Chips drin. Hm. Und wenn die keine mehr haben, werden die nichts mehr produzieren. Und dann kann ich Klebstoff haben, wie ich will. Ich habe keine Kunden mehr. Hm. Jetzt verraten Sie uns doch mal, wie Ihr Mann so visionär war. Das ist woher doch nicht rührt visionär. Das? Wissen Sie, oder umsichtig, darf ich es umsichtig nennen, vorausschauend. Bitte. Also ist ja das, was wir in der Politik auch manchmal vermissen. Eine etwas, verzeihen Sie es mir, Herr Minister, vorausschauendere Politik. Egal, ob das eine Finanzkrise ist, ob das eine Pandemie ist, ob das jetzt die Energieversorgung ist. Also ich sag mal, das ist vielleicht ein bisschen typisch Mittelstand. Mhm. Wir überlegen uns immer, wie schaffen wir ein bisschen oder deutlich unabhängiger sein. Wenn wir einen Kunden haben oder einen Lieferanten haben, der 10% unserer Bomben ausmacht, fangen wir an, nervös zu werden. Da frage ich mich dann schon, wie man sich auf eine Energielieferung in diesem hohen Maße auf einen Lieferanten verlassen kann. Und zwar dann Atomkraftwerke auszuschalten, bevor ich weiß, wie es weitergeht. Das muss man sich mal auf das. Also, das wird ein Mittelständler nie machen. Wir machen neue Anlagenmaschinen und stellen die alte aus, wenn die neue läuft und nicht vorher. Also, sorry, so ein Vorgehen kann ich nicht verstehen. Trauen wir uns jetzt, die Atomdiskussion aufzumachen? Von mir aus auch gerne. Gerne. Nee, es ist ja eine ernsthafte Frage, die in anderen Ländern auch schon geführt wird, bis hin zu der Frage, ob wir Atomstrom als grün definieren im Rahmen der Nachhaltigkeit und Transformation. Ich werde nicht müde, das im VCI zu sagen. Uns traut sich, selbst heute Nachmittag wurde nicht aktiv über Atomstrom gesprochen. Keiner hat den in der Hose, das mal ganz klar zu kommunizieren. Und da denke ich mir, sind wir alle verrückt geworden. Ja, ich kann natürlich auch was zu sagen. Selbstverständlich ist das eine Überlegung wert. Aber ich möchte auch klar sagen, das wird nur einen Teilbeitrag leisten. Also ich glaube, die Menge Atomstrom, die man in Deutschland tatsächlich zur Verfügung stellen kann, ist zu klein. Das Zweite ist, wir dürfen eins auch in der gesamten Diskussion nicht vergessen. Wenn man Strom hat als Energiequelle, muss man Strom auch als Energiequelle einsetzen können für das, vor dem wir hier in der Industrie stehen. Und es ist nun mal so, die Industrie, insbesondere die energieintensive Industrie, zu der die chemische Industrie gehört, hängt nun mal bei der Energieversorgung an Technologien, die auf der Verfügbarkeit von Erdgas hängen. Das heißt, mehr Strom mag in einigen Bereichen helfen. Das ist zweifelsohne richtig. Auf der anderen Seite sind wir noch nicht so weit, dass wir die Prozesse so elektrifiziert haben, dass uns das kurzfristig bei der Substitution von Gas helfen würde. Also von daher, ich habe das mehrfach sehr deutlich auch zu Zeiten angesprochen, als es nicht opportun war, das zu tun, auch mit der damaligen Bundesumweltministerin in verschiedenen Runden. Und das wurde relativ schnell abgebügelt, das muss man sehr, sehr offen sagen. Nichtsdestotrotz bleibe ich bei der Position, Atomstrom muss und sollte uns noch für längere Zeit begleiten, gerade auch vor dem Hintergrund der jetzigen Situation. Aber es wird die jetzige Situation rund um das Thema Gas nicht entschärfen. Mhm.
Gehen wir auch noch mal auf das ein, was Herr Kohlmann gesagt hat in seiner Rede, nämlich die Forderung nach einem sofortigen Gasembargo, die von manchen aufgestellt wird. Was menschlich irgendwo zu verstehen ist oder nachvollziehbar ist bei den Bildern, die uns erreichen, aber wirtschaftlich eben eine andere Frage ist. Wie wäre das bei Ihnen? Was würde dann passieren? Ja, jetzt denkst du mal zur Menschlichkeit, und das hatte Christian Kuhlmann ja auch sehr deutlich gemacht, gehören zwei Themen. Mitgefühl, Moral und auf der anderen Seite die Vernunft. Und da sich Vernunft, und ich kann das wieder nur zitieren, anders buchstabiert als Moral, ist es nochmal ganz wichtig, hier die Vernunft in den Vordergrund zu stellen, bei all der erdrückenden Realität der Bilder, die wir zurzeit sehen. Was würde das für uns konkret bedeuten? Zum einen haben wir, wie übrigens aus meiner Perspektive alle Unternehmen, uns in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr intensiv Gedanken über, wenn Sie so wollen, Abschaltpläne gemacht. Also wo würde ein sofortiges Gasembargo, was ja im Zweifelsfalle nicht von uns ausgesprochen wird, sondern, wenn Sie so wollen, von der Kriegsseite, auf russischer Seite ausgesprochen werden kann, würde uns an einigen Standorten sehr stark treffen, weil wir hier zu 100% an entsprechenden Gaslieferungen hängen. Und es würde uns an anderen Standorten dazu zwingen, nach gewissen Stufenplänen in konkrete Abschaltungen zu gehen. Und wenn das dann noch weitergeht, dann ist man dann in Szenarien, dass wir die internen, also ich meine unternehmensinternen Lieferketten in Europa nicht mehr aufrechterhalten können. Da sind wir glücklicherweise heute nicht, aber es gehört auch zum guten Unternehmertum dazu, nicht nur langfristig zu planen, entschieden und vernünftig zu handeln, sondern eben auch in verschiedenen Szenarien zu denken. Und wir bereiten uns auf jedes erdenkliche Szenario vor. Und das wurde eben ja auch nochmal deutlich gesagt, das ist dann keine einzelunternehmerische Situation mehr. Sobald wir in großem Umfang Gas nicht mehr zur Verfügung haben, wird das eine gesamtgesellschaftliche Dimension in einem Ausmaß bekommen, das heute, glaube ich, niemandem tatsächlich bewusst ist und das wir seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa und in Deutschland nicht mehr gesehen haben. Mhm. Herr Vasiliadis, ich wollte Sie jetzt nicht so lange rauslassen. Ich wollte nur ein paar operative Eindrücke auch bekommen aus dem alltäglichen operativen Geschäft. Aber wie finden diese Diskussionen bei Ihnen statt und also den Verantwortlichen, mit denen Sie ja auch im ständigen Austausch sind? Wir haben ja eine sehr klare Meinung dazu auch veröffentlicht. Und ich glaube, dass man, Christian Kuhlmann hat das getan, ich weiß auch warum, weil wir natürlich in Deutschland nicht nur bei dem Thema Vernunft manchmal durch Moraldebatten ersetzt haben. Ich sehe mindestens für unsere Gesellschaft, und eigentlich ist es auch angesprochen worden, auch eine Moral der Vernunft. Also ich will es jetzt nicht ja worttechnisch machen, aber ich sag mal, wir dürfen doch nicht diese beiden Pole, haben wir nicht getan, sondern es wird getan, gegenüberstellen. Warum nicht? Wir haben alles bislang, und das ist auch richtig so, ist auch unterstrichen worden, was an Sanktionen bislang möglich war, auf den Weg gebracht. In einem geordneten System, weil wir immer wieder gehofft haben, sie haben auch Wirkung. Das Gasthema ist für uns in Deutschland, aber auch für Europa, aber insbesondere in Deutschland, in Tschechien, in Italien, in Österreich, nicht für alle gleich. Ein Thema der Abwägung. Und ich finde, dafür gibt es auch einen guten moralischen Grund, das ist hier verarbeitet worden. Nämlich den moralischen Grund, dass wenn wir helfen wollen, das mit einer der erforderlichen Stärke tun müssen. Ansonsten befassen wir uns erstens mit Themen in Deutschland, und zwar mit den Spaltungstendenzen in der Gesellschaft, aber auch für die Phase nach dem Krieg und für eine neue Ordnung in Europa können wir unsere Rolle nicht wahrnehmen. Es gibt also einen politischen und wie ich finde auch einen moralischen Grund zu sagen, alles aber das nicht oder vieles aber das nicht. Und da bin ich völlig klar. Wenn man die Frage aufwirft, dieses ganze Spektrum Aufmeters, dann ist ja eins richtig, absolut richtig, aber das ist sozusagen vor dem Komma. Wir haben uns im Westen entschieden, nicht militärisch einzugreifen. Ich will es ja zumindest mal aussprechen. Moralisch könnte man auch sagen, das geht nicht. Das wäre auch moralisch. Das wäre nicht unsere Vorstellung von Moral. Aber ich will es einmal sagen, das ist richtig und die Folgen davon ist eine Abwägung. Eine Abwägung, ob dann ein Weltkrieg oder ein Atomkrieg droht. Das ist eine Abwägung. Übrigens, die Amerikaner machen da mit. Warum
dürfen wir nicht über Gasembargo abwägen. Das halte ich für nicht schlüssig. Der Punkt dabei ist allerdings, das ist ja vorhin angesprochen worden, wir brauchen ja gar nicht auf die Moralisierung der anderen warten, wir machen es ja selber im Land. Wir machen es ja selber im Land. Und das halte ich auch für einigermaßen, für mich ist es zum Kopfschütteln. Ich habe in den letzten Wochen so viel Unkenntnis über diese industriell-wirtschaftlichen Zusammenhänge kennengelernt. Dagegen ist die Sendung mit der Maus ein akademischer Abschluss. Es ist so. Und ich werfe das, es soll kein Vorwurf sein, es ist einfach nur wahr. Und ich glaube, es gibt überhaupt keine Vorstellung von dem, was das bedeutet an Versorgungsthemen. Ich bin auch gar nicht bei Arbeitsplätzen, an Versorgungsthemen im Alltag, bei lebenswichtigen Dingen. Also wir haben etwas verloren, was eigentlich Deutschland über Jahrzehnte ausgezeichnet hat. Ein Gefühl dafür, dass dieses Industrieland mit allem, was dazugehört heute, das verästelt sich ja in ganz viele auch neue Dienstleistungsbereiche, alles gut. Aber im Kern kann man doch nicht Exportweltmeister sein und davon übrigens einen guten, wie ich finde, ausgezeichneten und wichtigen Sozialstaat finanzieren, wenn man anschließend sagt, oh, macht aber nichts. Und deswegen bin ich auch als Gewerkschafter sehr, sehr überzeugt, weil ich weiß, dass auch unsere Arbeit und unsere Zukunft, manchmal streiten wir ja darüber, aber basiert natürlich darauf, dass wir am Ende eine Zukunft haben. Dass die anders wird und anders werden muss, das ist ja klar. Aber dass wir eben an den Punkten, wo die Eckpunkte der Zukunftsfähigkeit formuliert werden, dann auch klar unsere Interessen so formulieren, dass wir nicht wieder ein schlechtes Gewissen haben, nur weil wir unsere eigene Zukunft bauen. Das ist ja nicht gegen die Ukraine. Also insofern bin ich da relativ klar und eindeutig. Ich bin aber auch nicht börsennotiert. Insofern. Wie autark kann denn Deutschland in Zukunft sein im Rahmen der Energieversorgung und zu welchen Kosten vor allen Dingen? Auch wenn ich jetzt an all die Mitarbeiter denke, die Sie ja auch vertreten und für die Sie eintreten. Und wie gehen wir dann mit Lieferanten um aus anderen Ländern, die aber auch nicht unseren demokratischen Vorstellungen entsprechen? Oh. Das ist auch eine interessante Frage für die Wasserstoffstrategie, glaube ich. Dazu kommen wir gleich. Ja, ich glaube, dass ich fange mal mit dem hinteren Teil an. Ich glaube, dass wir aus 20, 30 Jahren kommen, in dem wir gemeinsam gehofft haben und auch daran gearbeitet haben, dass das, was wir Globalisierung nach dem Fall des Eisernen Vorhangs genannt haben, dass das sozusagen über die Schritte am Ende nicht nur zu wirtschaftlichem Erfolg, sondern auch zur Stärkung von demokratischen Systemen führen wird. Das ist nicht überall auf der Welt der Fall. Und natürlich muss man sich die Frage stellen, was heißt denn das jetzt? Abstrahieren war vorher schon nicht überzeugend, ist jetzt gar nicht mehr überzeugend. Das heißt, wir werden uns sicherlich darüber unterhalten müssen, dass auch die Globalisierung, die wird sich nicht auflösen, soll sie auch nicht, aber in eine neue Phase tritt, die ich übrigens ernster nehme als ein Lieferkettengesetz. Weil das ist ja nur der Versuch sozusagen, das in irgendeiner Weise zu administrieren, was wir vorhin Moral genannt haben. Aber ich glaube, dass wir, ich habe das vorhin angesprochen, dass wir die Frage, wie abhängig sind wir eigentlich von Lieferketten, was ist strategisch eigentlich mindestens in einem sicheren Zugriff notwendig, wo sind die Partner, wo man das machen kann, wo muss man ein bisschen Vorsicht walten lassen, dass wir das neu diskutieren. Ich habe darauf keine Antwort, aber ich glaube, dass das notwendig ist. Der zweite Teil, energieautark. Wir sind ja nicht ganz zufällig in dieser Situation. Natürlich hat das ganz historische Gründe, dass wir mit Russland diese Gasbeziehung haben. Aber dass wir diese Abhängigkeit haben, Sie haben das vorhin angesprochen, hat auch mit einer Energiepolitik zu tun, die priorisiert hat. Mhm. Kernenergie, Kohle, Erneuerbare, die man dann aber nicht ausbaut, Erneuerbare, die man ausgebaut hat, dann aber keine Leitungen baut. Genau. Mhm. Das ist unsinnig. Und ich war selber in der Kohlekommission, ich weiß, wovon ich rede. Alle, die da saßen, haben Gas als die Brücke. Und viele, die da saßen, haben gesagt, bloß kein Fracking-Gas. Ja. Die tragen mit eine Verantwortung, wir alle tragen eine. Aber ich lasse mir auch von denen jetzt nicht erzählen, wie man nicht früher auf die Idee hätte kommen können, amerikanisches Fracking-Gas zu holen, weil ich mich dafür eingesetzt habe, dass wir es holen. Mhm.
Frau Herold, Sie überlegen ja das erste Mal jetzt außerhalb von Deutschland mit Ihrem Unternehmen zu produzieren, tätig zu sein. Was sind die Beweggründe? Also und was läuft da vielleicht auch besser? Oder? Ja, also ehrlich gesagt, ich stand immer dafür und sagte, hier sind ein deutsches Unternehmen, wir produzieren ausschließlich in Deutschland und das bleibt so. So, und wenn ich jetzt aber die ganzen politischen Dinge, die auf uns zukommen, wenn ich das sehe, Green Deal, Chemikaliengesetzgebung, Lieferkettengesetz, fangen wir mal mit Lieferkettengesetz an. Es wird einem Mittelständler wie uns abverlangt, dass wir nicht nur Tier 1, Tier 3, 4, 5, 6, keine Ahnung wie viel, zu überprüfen, ob da eventuell einer ist, der Menschenrechte verletzt. Wie das überhaupt gehen soll, weiß eigentlich keiner. Weil meine Zulieferanten, schon mein Tier 1, bei unseren homöopathischen Mengen, wissen Sie, wie viele Audit-Absagen wir bekommen? Schon beim ersten. Geschweige denn, dass mir der erste sagt, wer denn 2, 3, 4 ist. Ich komme überhaupt nicht ran. Und wenn ich bei einer Delegationsreise auch mit unserer ehemaligen Kanzlerin in China war, kein Wort zu Menschenrechten. Null. Und der Mittelständler soll es dann richten. Dann sage ich, vielleicht wird meine Kompetenz so ein Tick überschätzt. Schafft man nicht. Das ist das Erste. Das Nächste ist, wenn ich gebe zu, komme aus Bayern, wenn ich dort mit einer Gruppe, politischen Gruppe, bayerischen Rede über Lieferkettengesetz und erkläre denen das auch, ey, das ist jetzt echt schwer, so Tier 1, 2, 3 und bla und was bedeutet das und ein Schema aufgezeigt. Irgendwann, sagen Sie mir, Frau Herold, ich komme ja auch aus der Landwirtschaft. Was hat denn das mit Tieren zu tun? Also solange wir auf so einem Niveau diskutieren, werde ich eher garstig. So, das ist das eine. Dann Chemikaliengesetzgebung, wo ich sage, naja, das sind ja alles ganz ideologische, tolle Ideen. Nur ich weiß selber, unsere Kunden im Moment, es sind ganz viele, die entwickeln in Europa, entwickeln in Amerika, produzieren aber alle in Asien. Über 80% unseres Umsatzes machen wir außerhalb von Deutschland und sehr viel davon in Asien. Wenn ich meine Produktion in Asien hätte, fein, dann tangiert mich REACH dann nicht mehr Chemikaliengesetzgebung in diesem Maße, auch jetzt in den neu angedachten Maßen. Meine Kunden produzieren immer noch mit unseren Klebstoffen und wenn die das zurückliefern nach Deutschland, ist es ein Kunststoff und ist ganz normal im Hausmüll entsorgbar. Ich habe alle Probleme los. Und die Welt ist keinen Deut besser geworden in der Zwischenzeit. Warum dürfen wir, die sich ja mit Chemikalien auskennen, nicht auch mit vielleicht etwas gefährlicheren Chemikalien umgehen? Im B2C-Bereich bin ich ja voll dabei. Aber es wird einfach Kompetenz abgesprochen, als wäre alles nur schlimm. Und wenn ich solche Diskussionen höre, oh, Titandioxid ist jetzt plötzlich als Nanopartikel ganz, ganz schlimm und das muss alles verboten werden und das ist ja lungengängig und ganz schlimm. Also in Lebensmitteln und Pharmazeutika, die ich esse, ist es nicht so schlimm, aber an der Wand ist es ganz schlimm. Da denke ich mir so, es gibt so viele Dinge, die man gar nicht mehr nachvollziehen kann. Es ist so schräg mittlerweile und es hilft auch gar keine Diskussion. Ich merke einfach, es wird nur ideologisch diskutiert und Argumente haben keinen Stellenwert mehr. Und ich weiß nicht, ob ich noch die Zeit habe, das hier alles auszudiskutieren. Und ehrlich gesagt, allmählich habe ich auch so verbrauchte Emotionen, dass ich sage, ey, macht da, was ihr wollt. Ja. Herr Steilemann hat ein paar Mal genickt. Ich denke, Frau Herold hat es auf den Punkt gebracht. Wir haben hier eine sehr große Diskrepanz zwischen dem, was wirklich notwendig ist, was dringend ist, was wirklich hilft und dem, was zurzeit zumindest, und nochmal, bitte verstehen Sie sich falsch, das Primat der Politik hat für mich einen sehr, sehr hohen Stellenwert, aber was eben teilweise in bestimmten politischen Gremienkreisen, insbesondere auf europäischer Ebene derzeit mit extremem Nachdruck vorangetrieben wird, das ist Takatuka-Land. Also das ist wirklich nicht mehr mit der Realität verbunden. Unsere Zeit ist leider fast rum für diese Diskussionsrunde. Es gäbe noch so viel, was wir eigentlich besprechen müssten. Und ich möchte Ihnen natürlich zum Schluss eine Frage stellen, die es alles noch mal ein bisschen zusammenfasst und dabei Bezug nehmen auf die Rede von Minister Wissing, der geschlossen hat, das Beste hoffen und auf alle Eventualitäten sich einstellen. Wie macht man das jetzt in diesen Zeiten? Soll ich anfangen? Ja. Und wie haben sich die Ansprüche da auch verändert im Rahmen der geopolitischen Veränderung? Also auf alle
weiß ich nicht, das kann ich nicht beantworten, aber ich sage mal, ein paar Szenarien liegen ja auf dem Tisch. Eins würde ich mal als Katastrophe bezeichnen. Das ist angesprochen worden, es gibt wirklich ein hartes Gasstopp, wahrscheinlich dann eher von russischer Seite, der es länger dauert als ein paar Stunden als Zeichen. Und wir kommen zu diesen Brüchen, über die wir gesprochen haben. Dann ist für einen Gewerkschaftsvorsitzenden ein Job zu tun, den wir in der Chemie so noch nie hatten. Aber dann würden wir über Massenkurzarbeit und wahrscheinlich Massenarbeitslosigkeit erstmal nachdenken müssen. Dann wäre die Frage, gibt es überhaupt eine Perspektive für die Zukunft? Hält man die Leute bei sich? Also Modelle zu entwickeln, dass wir nicht nachher doch wieder starten können, dann wäre keiner mehr da. Damit hatten wir ja Erfahrung. Darüber muss man dann reden. Das kann man, glaube ich, noch organisieren. Das Zweite, was aber damit verbunden ist, ist auch angedeutet worden, die Wahrscheinlichkeit, dass alles wieder ans Netz gehen würde, entweder weil es technisch problematisch ist oder weil dann endgültig die Wirtschaftlichkeit in Frage steht, ist zumindest sehr fraglich. Das heißt, wir verlieren auf jeden Fall Teile der Wertschöpfung und damit Teile der Versorgung und dann geht das einmal dadurch. Das ist der Katastrophenfall. Der zweite Teil ist nicht weniger lustig, aber er hat sozusagen mehr Gestaltungsspielraum. Das Ganze beruhigt sich, aber die Verknappung geht über den Preis, weil die wird es ja in jedem Fall geben, weil man die Abhängigkeit von Russland ja reduzieren will. Das heißt, das wird auf jeden Fall teurer. Wenn es teurer ist, addiert sich das zu den Dingen, die Sie gerade angesprochen haben, nämlich zu solchen High-End-Regulierungen, die man dann machen kann, wenn man genug Ressource hat, nicht machen sollte, aber machen kann oder angegangen werden. Dann müssen wir dafür sorgen, dass es eine neue Priorisierung gibt, damit wir diese Frage, wie entlastet man dann am Ende Energiepreise, all diese Themen, die wir schon lange diskutiert haben, nach vorne bringen. Der dritte Szenario, das ich sehe, das wird noch ein bisschen besser, aber es greifen dann sozusagen die offenen Fragen von vorher mit den neuen Fragen von heute. Nämlich, wie macht man die Transformation, wie macht man sie wirtschaftlich tragfähig, machen die anderen in der Welt eigentlich mit? Was machen übrigens die anderen großen Standorte? Ich bin ja immer einer derjenigen, der auch in der Gewerkschaftslandschaft gesagt, jemand sagt, unterschätzt die Amerikaner nicht. Die haben ja das Gas, was wir haben wollen schon. Ne? Kostet nur ein Sechstel. Und auch die Neuordnung China-Russland. Das dauert vielleicht ein bisschen was, macht die eher noch stärker. Dazwischen ein Europa. Ich glaube, viele Themen, die wir mühsam diskutieren, müssen wir dann fokussierter, schneller und engagierter auf den Punkt bringen. Das klingt jetzt auch nicht super konkret, aber verzeihen Sie mir, ich weiß jetzt natürlich auch nicht, was zu tun ist. Ich finde aber auch, dass die Regierung sehr, sehr ernsthaft mit den Akteuren darüber redet und eben auch in einer Sondersituation ist. Ja, wir bleiben heute Abend auch zurück mit der Frage, wie gehen wir denn in Zukunft wirtschaftlich auch mit China um, nach den Erfahrungen mit Russland. Das können wir jetzt, würde den Rahmen heute Abend jetzt sprengen, leider vielleicht für eine weitere Runde. Herr Steilemann, was beinhaltet jetzt Transformationsmanagement, Krisenmanagement, nachhaltiges Wirtschaften? Ja, zum einen, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir kurzfristig einen Notfallpatienten haben, der lebensbedrohlich angeschlagen ist. Und da müssen wir sofort reagieren. Und ähnlich muss man dann eben auch gucken, was ist prioritär, was ist lebenserhaltend. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Wenn dieses Szenario zum Beispiel eines Gasembargos kommt und dann in vollem Umfang auch kommt. Das Zweite ist, die langfristige Perspektive der Rehabilitation nicht aus den Augen zu verlieren und auch das nicht aus den Augen zu verlieren, was wir eigentlich vorhatten, nämlich autarker und unabhängiger zu werden. Was ist dazu wichtig? Jetzt die Krise nutzen, endlich eine Entbürokratisierungswelle durch Deutschland zu treiben, einen Gemeinsinn zu schaffen, mit dem wir beispielsweise notwendige Investitionen endlich schnell auf die Straße, ins Feld, in die See oder wo auch immer hinbekommen, um beispielsweise erneuerbare Energien auszubauen, weil erneuerbare Energien sind ein ganz wesentlicher Faktor, wenn sie zu wettbewerbsfähigen Preisen erfolgen, uns unabhängig von fossilen Energieträgern auch, aber nicht nur von Russland zu machen. Und da zählt auch Erdgas, Erdöl und Kohle dazu. Deshalb Ausbau der Erneuerbaren, Entbürokratisierung, Beschleunigung von entsprechenden Planungs- und Genehmigungsverfahren und das Gesamtprinzip, was über diesem aus meiner unternehmerischen Perspektive steht, die Vision der Kreislaufwirtschaft. Warum? Damit wir die Rohstoffe, die wir ohnehin schon alle im Land haben, auch effektiver und effizienter für uns tatsächlich nutzen, anstatt sie achtlos wegzuwerfen am Ende des Lebenszyklus und an der Stelle dann diese Rohstoffe wieder an anderen Stellen, anderen Ländern kostenlos zur Verfügung zu stellen, damit sie entsorgen, was auch immer das heißt, und gleichzeitig
gleichzeitig kaufen wir dann wieder in anderen Ländern Rohstoffe teuer zu. Das heißt, kurzfristig auf das Schlimmste vorbereiten, um vorbereitet zu sein, nicht weil ich daran glaube, dass das genauso kommt oder ausschließlich so kommt, und mittel- und langfristig die entsprechenden Themen neu priorisieren. Wir haben das exzellent in der Pandemie gemacht. Innerhalb von einer Woche ging plötzlich Homeoffice und es ging plötzlich Digitalisierung. Da hätten wir normalerweise jetzt noch in Arbeitskreisen gesessen und debattiert, wo der erste Pilot implementiert werden wird. Das heißt, Deutschland kann Krise, Deutschland kann schnell, Deutschland kann Zukunft sichern. Und deshalb müssen wir uns jetzt in dieser Krise zusammenraufen, uns nicht auseinanderdividieren lassen, sondern Zukunft aktiv gestalten und auch uns leider Gottes auf das Schlimmste vorbereiten. Mhm. Wie läuft das bei Ihnen? Ja, sagen wir mal, der Mittelstand hat es, insofern der kleine Mittelstand hat es gut, dass wir unseren kleinen Insel noch vorbereiten können, aber alles darüber hinaus nicht. Wenn ich höre Digitalisierung, klar, da sind wir voll dabei. Nur wenn so ein kleiner Mittelständler wie wir jährlich Millionen schon seit Jahren für Digitalisierung ausgeben, ja, da können wir auch von einem Tag aufs andere ins Homeoffice, geht alles, aber es sind Millionen, die sind weg. Und so viel kann man nicht dauernd da reinstecken in alles Mögliche. Und insofern sage ich auch, Genehmigungsverfahren wünsche ich mir auch, dass die schneller werden. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt gerade sehe, ein Herr Musk wird hier abgefeiert politisch, der baut ohne Genehmigung, also im rechtsfreien Raum, machen wir so im Mittelstand nicht so gerne, weil das könnte ja tödlich sein. Der baut im rechtsfreien Raum, wird abgefeiert von der Politik, dann steht unser Wirtschaftsminister und der Kanzler wie die dummen Jungen da und warten, dass Monsieur Musk endlich mal ankommt, der kommt auch noch zu spät, und wird dann gelobt, wie toll das läuft, dass er so schnell baut. Delo plant seit 6 Jahren einen etwa, ich glaube, 7 Kilometer langen Radweg von unserer Firma bis zur nächsten S-Bahn-Station. Seit 6 Jahren kommt ein Milan, ein irgendeine Fledermaus und die Haselmaus und ich weiß nicht, jedes Jahr irgendein anderes Getier, und wir schaffen es in 6 Jahren durch die grüne Wiese, wir müssen ja nicht irgendwie Dörfer umlegen, einfach grüne Wiese, einen Radweg zu bauen. In der Zwischenzeit hat China von Shanghai nach Peking eine Schnellbahn gebaut. Das heißt, also geht's noch. So, und wenn ich, ja, es ist so, und was, also ich fange mal an, was wünsche ich mir denn? Wenigstens wünsche ich mir in dieser jetzigen Situation, Kriegssituation, wo alles unsicher ist, dass die Politik mal Luft anhält, dass vor allen Dingen die europäische Politik Luft anhält. Green Deal, wir sind ja alle, wir wollen ja alle uns ändern, aber muss man jetzt alles jetzt auf die Wegstrecke bringen? Lieferkettengesetz, das diskutieren die, als gäbe es kein Morgen. Und ich denke mir, ja, hallo, was sollen wir denn noch machen? Digitalisieren und machen und auf Krise vorbereiten, Arbeitsplätze halten, möglichst alle Zahlen und was noch? Und alleine diese Forderung zu sagen, haltet mal kurz die Luft an. Egal in Deutschland, also Bürokratieabbau finde ich ja immer charmant. Ich bin ja schon so weit, ich sage, wisst ihr, ich bin ja schon froh, wenn euch nichts Neues einfällt. Also allein das wird mir ja schon reichen. Also Sie sehen, meine Wünsche sind etwas bescheidener. So. Und wir holen einmal alle zusammen Luft in diesen Zeiten und lassen auch ein bisschen die Luft raus. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diesen Austausch. Wir hätten noch lange weiter sprechen können, aber wie gesagt, wir sind am Ende unserer Runde angekommen. Manches ist bestimmt gehört worden, Frau Herold. So, und damit verabschieden wir uns von Ihnen hier im Saal und auch von Ihnen, die uns virtuell zugeschaltet waren, und wir wünschen Ihnen alles Gute und noch einen angenehmen Abend trotz dieser Zeiten. Bis bald. Vielen Dank. Ja.